Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Darkest Dungeon. Wir sollen drei Schutzsteine aktivieren, zwei haben wir schon und der dritte ist hier, wo wir wahrscheinlich lagern werden und dann nochmal weitergehen. Mit dem Stress, das geht noch, also wir müssen halt auch nicht lagern. Ich finde immer lagern, hauptsächlicher Grund ist, wenn echt die alle irgendwie am Ende sind oder sehr viel Stress haben, dann kann man das immer irgendwie nochmal machen. Aber ansonsten finde ich, geht das immer, kann man das so organisieren. So, du hast ein bisschen Stress. Du kannst auf jeden Fall entschärfen und entstresst dich auch noch mal ein bisschen. Und Raycray kann auch noch mal ein bisschen dabei helfen zu entstressen. Wir haben noch drei Fackeln. Hier kommt gleich ein Kampf. Okay. Können die bluten? Ja, theoretisch ja. Die können nämlich auch betäuben hier, die Säcke. Gift. Oder Hacke? Oh, die Hacke geht gut. Haben wir schon mal einen. Kriegst du den auch? Na, mit der Heilerin vielleicht? Nicht betäuben. Oh, kritisch. Was ist da los? Nochmal. Und nochmal kritisch. Natürlich. 5 Runden lang bluten. Und noch betäubt. Sehr schön. Ja, dann darfst du heilen. Bitte schön. Dass die nicht einmal ausgewichen ist. Guck mal, dann macht er das. Omme macht das vor. Schade, wir haben glaube ich auch keine Bandagen dabei. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil sie jetzt ewig lange Blutungsschaden bekommt. Fünf und nur vier. Kriegt nicht mal einen Blutungsschaden, okay? Na gut. Du müsstest mal den aber trotzdem töten, erstmal. Oder sind die besser, weil sie auch einen Stun können? Widersetzt. Sehr gut. Dann mach mal einen Gruppenheal einmal, bitte. So, dann ist bei Cisco erstmal wieder alles in Ordnung. Den mitbluten. Perfekt. Dann nur noch er. Und betäubt, wa? Nee, aber nochmal bluten. 4 Schaden pro Runde, okay. Eine kleine Ratte hier hinten. Kriegen wir das nochmal hin, dass der. Nee, die stirbt. Alles klar. Nur Barbaren. Nehmen wir mit. Ich überlege, ob wir mit 12 Nahrung. Ja, 12 Nahrung ist mit dem Lager ein bisschen knapp. Den mich rein theoretisch gerne mitnehmen. Aber wir müssen hier, glaube ich, noch drauf verzichten. Oder Weihwasser weg. Könnte aber natürlich riskieren, dass wir einen noch besseren Looter vielleicht nicht bekommen. Kommen die zwei, die müssen wir. Da müssen wir durch. Aber ein bisschen was essen musst du. Sie kann halt nicht zu Beginn heilen. In der ersten Runde ein bisschen schwach auf der Brust. Wobei Raycry könnte es übernehmen hier. Der muss zuerst. Der muss weg. Nicht, dass er uns hier weg explodiert. Sehr schön. Der hält aus ohne Ende und die gehen wieder alle rauf. Crisco, kannst du mal ausweichen, bitte? Sechs bis zehn Schaden macht er trotzdem. Kann man den betäuben? 25. Und nach hinten. Ich glaube, da hinten kann er auch nicht mehr viel machen. Okay, nur betäubt hat funktioniert. Oh no. Sehr gut. Denn Heilung. Jetzt ist sie betäubt wahrscheinlich, ne? Ja. Zweimal hält Run das nicht aus. Ich sag mal, sie, Run ist in Wirklichkeit ein R.
Aber ist natürlich der Charaktere geschuldet hier. Ah, die machen uns hier so ein bisschen zu schaffen, die Jungs. Bluten widersetzt. Das ist natürlich ätzend. 9, okay. Er hat noch 8. Hätte der Bluten gehabt, dann wäre er in 2 Runden spätestens tot gewesen. Das ist echt doof. Jetzt ist er halt tot. Kümmert sich auch mal drum. So einfach ist das. Zack. 1 HP, ey. Wie oft war denn das jetzt in dieser Instanz schon? Das ist ja nicht normal. So, hochheilen. Wir haben hier noch... Haben wir noch einen Kampf? Das ist ein Questort. Aber ist der mit Kampf oder ohne? Ich glaube ohne. No. Sieh mir... Hört ihr den Hund? Ist ein kleiner Hund, der hier durchdreht. In den Sommertagen muss ich leider immer Fenster auflassen, ansonsten sind hier 7000 Grad drin. Dann ist es immer ein bisschen nervig. Nervig ist auch, dass du noch ein HP hast, mein Freund. Trefferchance 83, 88. Der sollte auf jeden Fall sterben. So, du kommst mal nach vorne. Und dadurch ist er auch gezeichnet. Mensch, das hatte ich ja noch gar nicht auf dem Zettel. Wäre auch mal nicht so schlimm. Nur noch der Heiler dran, der mit etwas Glück ihn betäuben kann. Wir runnen mal ein bisschen in Stressen hier. Damit wir den im Lager komplett runtergestresst bekommen. Bitte funktioniere. Nice. Sehr gut. Bam. Oh, das hat wehgetan, genau. Und entstresst. Urkunden kriegen wir nicht mit. Urkunden brauchen wir eigentlich. Urkunden brauchen wir eigentlich wirklich. Nahrung ist mir zu knapp, weil ich die auf jeden Fall hochheilen möchte. Dann müssen wir es mit weniger Licht ausprobieren. Und hier meine ich, darf man immer anfassen, egal was. Achso, man wird gestärkt nochmal. Bis zum Lagern. Das ist natürlich unglücklich. Wir wollten eigentlich bald lagern. So, wenn es geht, muss die Heilerin dann nochmal ein bisschen schauen, dass sie Licht durch ihre Fähigkeiten macht. Das Erkunden ist natürlich perfekt. Dann brauchen wir nämlich nicht bis da oben, sondern nur einmal kurz gucken, was das für eine Kuriosität ist. Es ist mit Kampf, alles klar. Hätte ich mir ja denken können. Hacke, du musst zuerst, mein Junge. Zack. So. Einer schon mal weniger. Aber du zeichnest, deswegen... Oh, no. Schocker. Sehr gut. Nochmal ein Schocker. Oh, und Licht macht das auch, ne? Die Säcke. Wobei, beim Lagern ist dann egal. Beim Lagern ist es dann egal, weil wir dann wieder 100% Licht haben. Deswegen ist es für den Kampf jetzt mal egal. Wir können auch dann da lagern. Schaden gegen vergiftet. Guck mal, den vergiften wir jetzt einmal. Jetzt machen wir mal die Combo. Och, sehr gut. Endlich mal ausgewichen. Die hat so einen hohen Ausweichwert eigentlich. Machen wir einen Gruppenheal. Schöner Heal. Dann ist... Ah, ist lang genug vergiftet auf jeden Fall. Sehr gut. Ich möchte mal die Combo machen da. So, Stress lindern.
Krustenwall. Er schützt ihn. Scheiße, dass er betäubt ist. Ja, okay. Gut, sie wird wahrscheinlich trotzdem noch rankommen. Holen wir den nach vorne. Achso. Aber dadurch, genau, ist er trotzdem gezeichnet. Wunderbar. Gruppenheal oder Einzel? 17, 18. Ich fände Betäuben cool. Impressive. Sehr schön. Auch nochmal entstresst. Bisschen Licht gegeben, aber wie gesagt, brauchen wir nicht unbedingt. Oh ja, jetzt deine Kombi gleich. Mal sehen, wie viel Schaden das wirklich rausrotzt. 9. Dafür, dass er so einen hohen Abwehrwert hat, das haben die anderen nicht hinbekommen. Er kann sich im Lager gleich ordentlich entstressen. Sehr schön. Das, wir kommen wirklich gut raus. Wir haben hier quasi Run aus der Instanz. Sag mal. Run aus der Instanz schön entstresst. Ausgewichen. Sehr schön. Das löbt. Betäuben. Wir können es probieren. Weil heilen müssen wir eigentlich jetzt nicht mehr. Sehr schön. So, dann machst du den. Muss man sich anklicken, okay. 105 Schaden. Komm mal nach vorne. Oh Mann! Ich wollte doch mal hier richtig losrotzen. 11. Ja, das passt. Weggekriegt, sehr nice. So, da kommt sie denn auch gleich an. Ich bin gespannt. 105 Schaden. So. Ja, okay. Das kriegen wir nicht mit. Dafür sind wir hier mal einen Questgegenstand losgeworden. Sehr schön. Abenteuer fortsetzen natürlich. Dann gehen wir einmal nach da. Ja, den Loot nehmen wir einmal mit. Das gibt jetzt auch nochmal kurz... Ja, sehr gut. Auch nochmal kurz Stress, weil wir zurückgehen. Ne, ging. Alles klar. Dann gehen wir hier hin und da werden wir jetzt nochmal lagern. Zack. Aber wir wissen nicht, was hier drin ist. Hier drin könnte ein Kampf sein. Sonst hätte ich gesagt, gehen wir noch einen weiter. Wegen Licht, aber ach komm. 8 Fackeln. Reicht locker. Hier drin. So, 8. Haben noch 6, also quasi dürfen wir noch einmal essen. So, Zuflucht. Wir wollen nächtliche Hinterhalte sollen verhindert werden. Jo. Dann musst du dich gar nicht so krass entstressen. Wir können den eigentlich relativ... Das finde ich cool. Für 4 Kämpfe. Gegen Größe 2. Krankheit. Eigentlich... Warte mal. Ah ne, das war in der vorherigen Instanz. Ne, hier. Kostet 3. Sehr schön. Der kostet 3, dann haben wir noch 2. Was war der denn jetzt? Warum wurde er jetzt so gestärkt? Achso, wenn gläubig plus 15 Abwehr. Wenn nicht gläubig, Stress wird um 5 gelindert. Wenn gläubig, Stress wird um 15 gelindert. Jetzt hast nur noch du 1 und du 4. Ja, das ist doch perfekt. So, und wir können, glaube ich, auch nur noch entstressen. Statt, okay, wird erhöht. Kostet 2. Wir machen das hier mit Gruppe überraschen und Monster überraschen. Finde ich gut. So, wieder 2 Plätze frei für Loot. Und bei 100%, sehr schön. Hier geht's weiter. Loot. Gold brauchen wir immer. Das reicht. Kampf, nicht Kampf, kein Kampf. Nicht erkunden, okay. Das ist schade, auch gerade wegen den Fallen.
Uns dürfte eigentlich aber auch keiner mehr überraschen. Das wäre mit den... mit den... Perk, den wir gerade uns hier geholt haben, eigentlich komisch. Und zwei Kämpfe noch, okay. Und wir haben noch eine Schaufel, sehr gut. Ja, passt doch. Also hier dürfte nochmal gut Loot geben. Zack. Jetzt können wir die Fackeln eigentlich so weit aufbrauchen. 100% ist gut. Wir stehen auch richtig, fällt mir gerade auch mal auf. Und wurden überrascht. Tada, wer hätte es gedacht. So, bitte möglichst alle schön... Das hat schon mal nicht geklappt. Kriegst du einen Tod? Nee, nicht so richtig. Kritisch, sehr schön. Wobei die sterben, glaube ich, auch nur dann, wenn sie auch selbst dran wären. Und da er nicht rankommen kann, dürfte das eigentlich nicht das Problem sein. So, einmal die Fackel aufwerten. Ach, brauchen wir eigentlich auch nicht, ne? Wir müssen die Fackel wirklich nicht mehr auf 100% bringen. Wir haben noch 6 Fackeln oder so. Bis zu dem Raum. Brauchen wir natürlich niemals. 5 haben wir noch. So, aber er war betäubt, wir müssten ihn nicht mehr angreifen. Wenn er dran ist, stirbt er. Ja, okay. Sehr schön. Dann rotz ihn doch mal weg. Alice. Ich würde sagen Weihwasser. Und dann gibt es wahrscheinlich irgendwas Tolles. Boah, das ist so ein Scheiß. Wir probieren das mal aus. Oh nee, das ist nicht. Widerstand gegen... Oh, Widerstände. Okay, also einfach nur anklicken und gut. Ja, okay. Und Ryan hier. Wieder. So, Schlüssel haben wir, ne? Ja, 3 sogar. Schade, dass wir die nicht überrascht haben. Müssen immer, glaube ich, immer mal wieder Licht hier auffüllen. Wer ist hässlicher? Ich glaube, die... 3 HP. Ausgewichen. Sehr schön. Wir könnten den nach vorne ziehen und töten vielleicht. Ich hoffe. Okay, der muss aber weg, weil er auch noch dran ist. So, wir könnten wieder eine Kombi ausprobieren eigentlich. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Wir müssen nicht heilen. Erstmal. Weil hier nachher Schluss. Wir müssen die nicht mehr hochheilen. Wir können jetzt Schaden machen, wie wir wollen. Nicht, dass hier noch einer einen Blutfluch bekommt. Das wäre echt bitter. Naja, den töten wir eh. Mach das mal schon mal auf den anderen hier. Oh, kritisch. 3. So, kannst du den... Na, 5 ist ein bisschen wenig gewesen. Aber jetzt. Oh, was? Wieso? So, dann sind schon mal die Blutviecher fast weg. Okay, den brauchen wir aber auch nicht mehr angreifen, weil der ist jetzt im nächsten Step tot. Hat sich geheilt, die Sau. Pass auf. Dann machen wir es anders. So, mein Freund. So wird ein Shooter daraus. Und dich betäuben wir. Oh, das hat nicht geklappt. Schade. So. Das war jetzt eigentlich doof. Ich glaube nur, er könnte, glaube ich, von der dritten Position schon noch was machen. Ach, wir töten den einfach und gut. Ja, ja, genau. Ich habe jetzt wieder hier schon an die Kombi hier gedacht, aber brauchen wir gar nicht. Eh, weg vom Fenster. So, Loot ist schon wieder, wir brauchen keine Fackel. Schon wieder zu viel Loot hier. Zack, hier kommt eine Schaufel rein.
Eine Schaufel. Eine Schüssel natürlich. Mehr gab es hier gerade nicht. Warte. 15, da gibt 20. Gibt 5. Ja komm, wir wollen nicht kleinschiedriger sein. Ist hier nötig. So, wir sind durch. Sehr schön. 6, 5, also 10 Scheine plus Urkunden, plus das, was wir hier unten bekommen haben, nochmal ein paar Urkunden und Wappen. Und hier, Stressheilung erhalten, wenn im Lager. Ja, sehr schön. Wir wollen nur positive Perks. Dessen von Sauberkeit. Okay, den hätte er wahrscheinlich, wie wir eben da dran waren, da gerne zugepackt, also das, was wir eben gemacht haben. Schönen Wetterkämpfer. Schaden bei Lebenspunkte über 99%. Mhm. Das ist positiv? Ja, okay. Ja, warum nicht? Wenn er bei 100 Lebenspunkten ist, 20% mehr Schaden ist schon nicht schlecht. So, Max LP, Heiler-Talent. Na super. Er ist kein Heiler-Talent mehr, hat aber mehr HP. Ist jetzt eigentlich nicht so positiv. Dafür ist Run theoretisch gewappnet für den Boss, ne? Helden EP in Meeresfilm bei den nächsten Quests. Okay, warte mal. Ist da ein Boss drin? Ne, den haben wir schon gemacht, ne? Hey, guck einer an. Oh, beides! Streift hier herum, du könntest darauf stoßen. Ich habe keine Ahnung, wie stark das ist. Nicht, dass wir den Boss dann abbrechen müssten. Kann ja fast mit derselben Truppe nochmal. Was war jetzt nicht gut? Ein bisschen wenig Schaden, ne? Hätte ein bisschen mehr Schaden haben können. Brauchten aber schon Run als Heiler. Also brauchten wir eigentlich schon. Leg die Dinger mal ab. Ich finde das ein bisschen unglücklich, dass dieser Typ hier da mit bei ist, bei dem Boss. Ja, wir machen halt auch mehr Schaden hier trotzdem. Ich glaube, wir riskieren das trotzdem. Also, ich glaube, Omme safe dabei. Sortieren wir nach Stufe nochmal. Wen hätten wir denn als Alternative? Die halt alle nicht, ne? Nee. Lässt sich nämlich nicht. Sir Lostius könnten wir mitnehmen. Ares. Aber es wäre halt cool für diesen Bombentypen, wenn er vorne steht. Haben wir genug Schaden? Warte mal. Da, Musketiere. Oh. Hat die genau dieselben Fähigkeiten? Das sieht ein bisschen anders aus alles, ne? Wollen auf jeden Fall eine haben. Wie nennen wir die denn? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Queenie nennen wir die. Keen for a new kind of challenge. Die gute Queenie. Oh. Sekunde. So. Ja, jetzt bin ich raus. Kennt ihr das, wenn ihr nervös werdet und dann denkt, oh Gott, was ist denn jetzt richtig? Ich doof mit... Ja, ich korrigiere das sonst nochmal. Das ist mir jetzt gerade ein bisschen unangenehm. Ich mach schnell weg. Queenie. Ja, ich muss da nochmal in einer ruhigen Sekunde drüber nachdenken, was ich hier gerade gemacht habe. Heldenunterkünfte. Also, geil wäre, wenn wir tatsächlich auf 25 gehen können, einfach um den Flaggeland nochmal mitzunehmen. Denn wir haben nur einen. Richtig? Wir haben nur Valcry. Und die sind schon ja ziemlich fett, haben wir gesehen, ne? Oh, und sogar richtig. Max LP, wenn keine Accessoires angelegt sind. Okay. Erhalten eine Heilung, wenn keine Accessoires. Okay. Rück nach Geld. Okay, das ist doch nicht so schlimm.
Okay. Sind beide nicht verkehrt. Also wir wollen... Wir tauschen Wappen. Und brauchen vier... Ja, vier Stück brauchen wir. Wir müssen 12 ihnen geben dafür. Wir könnten rein theoretisch auch ein paar Porträts machen. Ich glaube, das ist deutlich günstiger. Sogar... Das wollen wir. 3. What the hell? 4 gegen 6 nur. Komm. Zack. Word is traveling. Ambition is stirring in distant cities. Hab ich mich schon? Ich glaube, das habe ich mich schon mal gefragt, ne? Ich habe mich noch gar nicht dabei. Guck mal. Ja. Moin Gonchi. Erstmal dabei haben. 25 Plätze braucht man, glaube ich, immer. Gonchi. Zack. Und du darfst zu Hause bleiben. Also, noch einen brauchen wir nicht. Du kommst hier hin. Entstressen brauchen wir ja nicht. Dann wollte ich nochmal gucken, was hier Smaxi ist. Ach hier, Namama. Namama trinkt noch eine extra Runde. Das ist nur das. Ich muss immer gucken, wo ich das finde. Wo waren jetzt immer hier diese Ereigniswoche? Ja, war das, ist das nicht hier? Hier. Sind wir immer Woche 1 oder was? Das hört ja nie auf. Ist das buggy? Immer Woche 1. Okay, hat sich startlustig. Okay, dauerhaft einen Tick erhalten. Sehr schön. Stress verringert, Stress verringert. Hier, hat ein Glückssträhne und will die Spielhalle noch nicht verlassen. Nama hat das Glücksspiel gefreut und den Stress um 69 verringert. Okay. Kutsche Volumen 38 haben wir gemacht. So, wir haben nur noch 2 Urkunden. Jetzt die große Preisfrage. Gehen wir mit derselben Truppe. Wir müssen nach hinten kommen und das macht er nicht so gut. Also Omme muss tatsächlich da bleiben. Einmal nach Stufe. Und Ares ist dafür eigentlich prädestiniert. Ares kommt. Genau, kann die vorne betäuben. Kann hier hinten die töten, kann vorne schön Damage machen, kann auf die ersten drei Damage machen. Der macht eigentlich gut Damage. Werden auf jeden Fall die Waffen nochmal verbessern. Gut, bei dir ist klar. Bei dir läuft. Dann fand ich die Kombination gar nicht so verkehrt. Und hier eigentlich auch gut. Ja, das sieht auch nach einer brauchbaren Truppe aus. Gucken nochmal schnell. Sortieren nochmal ganz nach oben. Ares. Guck mal, Ares müssen wir nochmal aufwerten. Zack. Hat der noch. Der hat auch noch was anderes, ne? Die können da drin nicht so gut bluten. Gift auf Blut heilen. Ausbluten. Ja, gut, Bluten sind jetzt nicht die krassesten Sachen, die er da drin braucht. Deswegen mach das mal und mach das mal, wie du es kennst. So, da können wir nicht. Da können wir nicht. Fand ich auch ganz cool, auch wenn die Kombination nicht so oft geklappt hat. Und hier ist auch klar. So, Ares. Komm mal ran. So, das haben wir, genau. Das haben wir. Das haben wir. Und das können wir noch nicht erweitern, weil wir immer noch nach wie vor Urkunden brauchen. Jo. Das sieht gut aus. Auf zum Boss. Sehr selten Widerstand gegen Todesstoß. Weniger Stressstein bei Licht unter 6. Okay, ist für einen Dark One. Wo ich glaube ich irgendwie erstmal eine längere Zeit nicht rankomme. So, Chance Blutenfähigkeiten. Widerstand gegen Betäuben. Und Max. Uiuiuiui. Chance gegen Blutenfähigkeiten. Lass ich einen Platz frei. Also ich habe ja die Blutenfähigkeiten bei ihr gar nicht aktiviert, von daher können wir es eigentlich freilassen. So, du kriegst beide, die sind ziemlich krass, ja. So, du kriegst auch beide. Wobei, also die hat ja einen hohen Ausweichwert, ne? Ich habe ja jetzt 4 minus 4 und die wurde dafür echt oft getroffen, fand ich. So, dann haben wir 1, 2 freie Plätze. Und noch was Gutes.
Oder zufällig was gefunden für dich? Max AP, weniger Geschwindigkeit wollen wir nicht. Den Scheiß wollen wir eigentlich mal wegbekommen. Mehr Geschwindigkeit wäre tatsächlich gar nicht so verkehrt. Und, ja, wir haben halt, glaube ich, nichts weiter. Abwehr. Nee, lass es mal. Alle relativ zügig unterwegs, vor allem Crisco. Das ist gut. Gut, dann haben wir auch eine hier, die wieder Zuflucht hat. Genau. Aber bei dir können wir auch nochmal gucken. Gruppe minus Präzision Stress wird um 20 lernen. Ne, das wollen wir nicht. Nur selbst. Plus 25 werden auf Position 1. Plus 5, minus nicht auf Position 1. Aber die wird ja bei dem Boss immer auf Position 1 sein, eigentlich. Ich glaube, wir sie nämlich nochmal stärken für den Kampf. Schaffe einen zufälligen Vorratsgegenstand, das brauchen wir nicht. Ja, doch, ich glaube, ich möchte bei Ares. Ist gar nicht mal so stark. Stress wird um 30 alle Gefährten. Wenn nicht, glaube ich, Stress wird um 7 erhöht. Okay, das machen wir nicht. Oder selbst plus Crit. Ah, das reicht ja nicht auch. Wir brauchen das nicht. Wir müssen es nicht kaufen. Wir haben nur 40 Scheine. Das lassen wir so. Wir gehen zu der durchnässten Besatzung. Das machen wir. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich sage vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir gehen in der nächsten Runde zu der durchnässten Besatzung. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Euer Gonchi. Tschüss.